Nari, Naro und ein Ahoi hier vom Cannstatter Marktplatz. Anlässlich des großen Narrentreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte begrüße ich Sie heute hier als Panayotis Delinasakis, Küblerat und Pressereferent. Das ist das 24. in der Geschichte der Vereinigung und das dritte Mal nach 68 und 1992 hier in Bad Cannstatt. Wir werden heute rund 10.000 Narren aus 72 Zünften der Vereinigung begrüßen dürfen. Dort zu diesem großen Narrensprung, diesem großen Umzug, werden wir rund 100.000 Zuschauer erwarten hier in den Straßen von Bad Cannstatt, in der Innenstadt und viele, viele Tausend, vielleicht auch eine Million an dem Fernsehen. Die Schwäbisch-Alemannische Fasnacht ist die brauchtümlichere Variante, die auf der Straße oder in den Lokalen stattfindet, in der Regel mit einer Maske, also im Häs mit einer Maske verlauft. Der Narr hält den Spiegel vor, er hat die Narrenfreiheit, auch der Obrigkeit Unliebsames zu sagen. Es gibt unheimlich viele Bräuche, eine unheimliche Farbenvielfalt werden wir heute hier sehen. Und bei dem Narrentreffen geht es darum, alle Zünfte einmal zusammenzubringen, aber gleichzeitig natürlich auch diese Brauchtumspflege zu präsentieren, zu zeigen, welches Brauchtum wir hier im Land haben. Und die Zünfte kommen ja von Sachsenheim im Norden bis in die Schweiz, bei ungefähr auf der Höhe von Luzern im Westen, an der französischen Grenze bis nach Lindau ins Bayerische. Die Umzugsstrecke ist rund 2,5 Kilometer lang. Ja, was macht ein Narr aus oder was erfüllt einem? Es ist eine unheimliche herzliche Gelegenheit oder Angelegenheit. Man trifft unheimlich viele nette Leute, kommt ins Gespräch, kann mit ihnen einfach Schabernack treiben, zu strählen, wie wir auch wir Narren sagen, auch unter der Maske. Man ist ja in einer anderen Rolle, man wird nicht erkannt, so kann man einfach ein schönes Zwiegespräch oder Gespräch führen mit Zuschauern, mit anderen Narren. Und wir sind alle herzlich, wir sind alle per Du miteinander. Das ist einfach Leben pur.